Ja, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück. So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte. Ja, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri $1 machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter, wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der wegsah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er tauchte in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit deinem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Die glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt.
Aber Ralf meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen, wenn du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zur Tribüne verfrachten. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli, er hat dich heimgefahren. Naja, mein Gott, was für eine Nacht. Zusätzlich. Buonasera, Tommy. Das sind dann 5, 6. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist dann auch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's, naja, etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey. Wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Was stimmt nicht mit dir? Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen hab. Okay, da wären wir. Hier ist er. 1929er Carrozzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 2:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht?
Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Aber hallo. Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn.
Diebstahl in Chinatown gemeldet. Einsatzfahrzeug angefordert. Ja, er wurde gesichtet. Schnappt ihn euch, Jungs. Der Typ ist wohl in Chinatown verschwunden. Sucht weiter. Du bist zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Ich bin nicht sicher, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte. Was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven-Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tommy Angelo. Nun, wir werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Lichtenberg ist raus. Was hat er? Ist raus. Wer überlebt die berühmte erste Runde? Was ist das? Manche Fahrer nehmen keine Gefangenen. Heute wird es mehr als ein Fahrgerastellblatt geben. Verstart! Ein hartes Rennen da draußen. Hoffentlich. Scheiße!
Eingang von Angelo ist immer noch an der Spitze. Was? Aggressiver Fahrt geht von Angelo. Der? Angelo kommt zurück an die Spitze. Kann er die Position halten? Lichtenberg-Abgang hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg. Klasse. Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger! Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs.
Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Hunger. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Mama was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. Es sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Tolles Rennen, Champ. Das wär's für dieses Jahr, Leute. Die Strecke ist bis 6 offen. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. Zum ersten Mal beim Rennen? Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raus. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte 5-mal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Top-Rennen, Mann. Haha, als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher. Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Vielen Dank. Gott sei Dank bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. Die Kuh macht Mu und das Huhn sagt Muah. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt zeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, das ist wohl besser. Los geht's, Großer. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Pauli? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren.
Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Lässt du mich alt aussehen, Tom? Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer der heimgeht. Holly, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast ja recht. Tom, ich war eine Frau. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels! Bring mich zum Blue Tropics! Weiß nicht, ich sollte dich heimbringen. Die Brücke! Nimm die Brücke zur Insel! Bring mich zu den Mädels! Bring mich zu den süßen Schnecken! Nein, dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Okay, das ist was. Oh Mann, du solltest mal die Puppen sehen, Tom. Ich überlasse es dir, mit den Haifischen zu schwimmen, Pauli. Oh, zu Hause? Du hast mich heimgebracht? Vielleicht ist das gute Idee. Ja, okay. Ich werde mal... Träum schön, harter Kerl. Ich werde... Ja, ich fühle mich nicht so gut.